Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Eigentlich sollten wir Jacob helfen und so weiter und so fort. Und dann wollte ich auf Shoppingtour gehen und jetzt ziehen wir irgendwo im Gulag, weil da noch urviele Dinge liegen, die wir übersehen haben. Hartholz. Nehmen wir mit, weil wir haben ja einfach irgendwie auch kein Stuff mehr. Wo soll das Hartholz sein? Ist das drin? Wir looten jetzt einfach mal. Alles, was wir da jetzt noch zusätzlich bekommen, hilft uns natürlich dann in der Schlacht gegen. Ach, nimm doch nicht den Plunder mit, Mädel. Da, weil das kann ich zum Beispiel alles nicht aufsammeln und ich wollte halt urdringend einkaufen gehen. So, Magnesit, der hat Überlebensversteck. Ihr müsst schräg gegenüber sein. Da irgendwo. Vor uns. Nehmen wir halt alles mit, was da noch so rumliegt. Nice, wir haben wieder Holz. Wir können Pfeile craften. Sind voll. Giftpfeilchen sind wir auch voll. Ach, ich mag das Geräusch vom Schnee. Knirschen. Wir haben ein Spezialfell. So, da haben wir ein Wandgemälde noch übersehen. Das war, wo wir auf der Flucht waren. Ist da sonst noch irgendetwas? Voll, den hätten wir looten können. So, das haben wir noch übersehen. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. Gut. Irre, wie viel wir übersehen haben. Oder haben wir das erst nachher freigeschalten, wenn wir irgendeine Karte entdeckt haben? Egal, jetzt sind wir da. Wir nehmen uns mit. Das ist sogar richtig geile Schätze. Und wieder Holz. Holz kann nie schaden. Datenkorruption. 1 von 10 roten Laptops zerstört. Okay. Gut, aber dann sind wir da mal fertig. Und wir müssen wollen, da haben wir noch eine Truhe, Überlebensversteck, Münzversteck, Mission verfügbar. Leute, ich sag euch was, da ist noch einiges zum Abholen. Das holen wir uns alles. Wie gesagt, ich möchte nicht durchrushen, ich spiel's blind. Ich möchte alles entdecken, mitnehmen, was ich so mitbekomme. Wenn er schon da liegt, wir werden die Herausforderung zwar wahrscheinlich nie schaffen, aber hey, man tut, was man kann. War da nicht auch irgendwo ein roter Laptop? Wir schauen mal da noch rein. Nein, also die Laptops sind mir tatsächlich egal. Wo war denn unser Zelt? Das war da. War das? Org! Die hinterlässt einen Einschlagskrater. Oh, die Schneeeffekte sind tatsächlich richtig geil. So, wo ist denn jetzt unser... Da. Kräuter voll. Gut. Vorher nachsehen. Ja, wir machen da mal den Zwischenstopp. Holzfällerlager. Da ist eine Mission verfügbar. Waffen. Wir können unseren Compound-Bogen upgraden.
Ziehgeschwindigkeit. Gewachste Sehne. Das war's. Mehr können wir nicht upgraden. Nein. Hammer Experience Points. Fähigkeitspunkte 0. Inventar-Upgrades verfügbar. Okay. Den Jägerköcher haben wir. Abenteurerköcher können wir nicht. Was können wir da? Pistolen-Munitionsbeutel könnten wir. Das haben wir schon. Das haben wir auch. Großer Gewehr-Munitionsbeutel. Rucksack wäre geil. Oh, wir bräuchten 20 Felle und im Inventar haben wir 0. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich die Pistole verwende, ich fast nie. Dieses Fell mit Sternchen, das würde ich mir fast gerne aufheben. Hm. Abenteurerköcher würde mich reizen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich tatsächlich die Pistolenmunition. Da dann schon vielleicht eher großer Gewehrmunitionsbeutel. Oder bräuchte man sogar 2 Gewehrmunitionsbeutel. Egal, das lassen wir jetzt mal. Und ich habe schon wieder vergessen, wo wir hinreisen müssen. Wollen. Wir wollen. Basislager. Bahnhof bitte. Wo? Mongolisches Basislager. Oh Mann. Ausgrabung Sowjetanlage. Holzfällerlager. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre der Händler beim richtigen Ziel auch eingezeichnet. Egal, war gut, dass ich mich verreist habe. Habe wenigstens die Dinge da noch mitentdeckt. Und hey, jeder Erfahrungspunkt ist ein Punkt mehr am Konto. Kann ja nicht schaden. Das einzig Mühsame ist halt die Ladezeit. Aber ja, das Problem ist, wenn ich mit OBS aufnehme, kann ich die Rohdaten, die ich damit aufnehme, zwar im Sony Movie Studio laden, öffnen, aber die sind schwarz-weiß. Das ist kacke. Jetzt muss ich es vorher mit so einem H264-Konverter umwandeln. Das dauert schon relativ lange und dann habe ich irgendwie, ja, dann könnte ich es laden und dort dann Karten und die Ladezeiten rausschneiden. Was aber durchs neue Rendern dann wieder irgendwie einen gewissen Mission verfügbar. Qualitätsverlust mit sich bringt. Das ist auch blöd. Also ich weiß es nicht genau. Sie sind zurück. Ja, bin gut. Ich. Dann können Sie uns helfen. Gerne. Deswegen bin ich da. Ich entgehe dem Krieg in eurer Ortschaft, die euch alle auslöscht. Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt. Gestern Nacht wurden 2 meiner tapfersten Leute gefangen. Und ich glaube, dass sie noch leben. Die könnte man brauchen. Ein Ritter konnte entkommen und hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie in Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie, ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Na, aber sowas von. Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Ich auch nicht. Vor allem, wir brauchen die dann. Unbedingt. In der Schlacht, in der Ortschaft. So. Das ist halt die Frage. Mission, die Pechvögel. Finden und befreien Sie die Gefangenen. Grün. Grün ist the place to be. Da ist noch ein Dokument, das haben wir. Warum das jetzt aufpoppt und davor nicht, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Da ist auch noch eine Mission verfügbar. Aber wir suchen jetzt mal die Pechvögel. Und ich weiß es nicht, wie frech wir voranschreiten können oder ob wir irgendwie doch eher getarnt und im Schleichmodus sein müssen. Holz! Ach, wir werden es herausfinden. So, ich glaube, wir müssen da mal hoch, weil auf der anderen Seite vielleicht kommen wir dann nicht mehr hoch. Soweit ich mich an die Stelle erinnern kann. Weil wir haben ja da schon, haha.
haben wir zum Glück, weise wie wir sind, schon ein bisschen vorgearbeitet. Wobei, da hätte ich schwören können, das haben wir auch schon freigeschalten. Naja, egal. Das halt nochmal. Ja. Ich mach das nach wie vor fertig, dass sie erst so spät. Amido. Eiskalt. Das war keine Absicht. Dass sie erst so spät bei diesen Seildingern bleibt. Ich glaube immer, sie stürzt voll ab. So, wo sollen diese Pechvögel sein? Ah, ich weiß schon, warum das weg ist. Weil entweder ist es mit dem verbunden oder mit anderen. Und ich habe das wahrscheinlich gelöst und nie wieder richtig verbunden. Egal. So, immer schön in Bewegung bleiben nach deinen unfreiwilligen Schwimmrunden. Die macht mich fertig mit ihren Aktionen manchmal. Was ist denn da hinten eigentlich? Außer der sichere Tod, wenn wir erfrieren, wenn wir da reinschwimmen. Moment. Sind wir da jetzt überhaupt noch richtig? Also wenn ich absichtlich nach rechts springen will, tut das nicht. Und wenn ich hochspringen will, dann ja. Wie gesagt, ich spiele noch immer mit dem alten Controller. Der mir ja schon bei Sekiro Schwierigkeiten bereitet hat. Nein, das sind keine billigen Ausreden, es war so. Seht euch das Let's Play an. Okay, ah. Falsche Taste. Das war nicht der Controller, das war jetzt meine Unfähigkeit. War aber eigentlich fast klar, dass wir nicht alleine da unterwegs sein werden. Ja, aber wir sehen uns da mal. Da noch irgendwas versteckt ist. Moment. Ja, und ich habe natürlich wieder mal irgendwas übersehen. Oder eigentlich nicht, weil das müsste da drinnen sein. Das ist da drinnen. Ich möchte die mal besuchen. Ja, der sitzt auch schon länger. So, befreien wir mal die Pechvögel. Fähigkeitspunkt. Aber das war noch nicht das Relikt. So, da ist nichts mehr. Steht da ein U-Boot? Ich bin extrem angespannt. Ich wollte gerade sagen, oh schön, die Sonne scheint. Nein, es brennt. Da könnte man noch mehr Feuer entfachen. Lautlos? Warum lautlos? Haben wir da jetzt irgendwen ausgetrickst, den ich nicht einmal gesehen habe? Die Ratten? Ich weiß es nicht.
warum wir hier rumlaufen können. Sehen wir uns mal da um. Moment, war das nicht die Stelle, wo sie den einen erschossen haben? Nee. Ich will das Relikt haben. Da ist es. Nein, war es nicht. Da ist es. Wie ich es einfach jetzt wieder komplett übersehen hätte. Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. Kennen wir den? Würde ich jetzt nicht sagen. Na gut, aber wie kommen wir da jetzt? Wo müssen wir lang? Na klar waren wir da schon mal. Aber wo jetzt die Gefangenen sein sollen, erschließt sich mir da jetzt nicht. Moment, unter uns? Da ging es aber nirgends runter, soweit ich mich erinnern kann. Keine Ahnung, wie wir dorthin kommen. Jetzt bewegen wir uns ja weg von denen. Wir sind mal auf die Seite. Da müssen wir ja eigentlich wieder retour kommen. Und da müssen wir uns den Raum nochmal ansehen, wo es gebrannt hat. Holz. Oder einfach nur um 6 sehen, ob da jetzt hier ein Weg offen ist. Bunny. Nein, ist es nicht. Spannend, nee. Spannend, spannend. Nein, zum Glück sind keine Gegner mehr da. Das war knapp. Können wir wenigstens halbwegs ressourcenschonend unsere Runden drehen? Ja, Moment, komme ich da jetzt wieder hoch? Wo muss ich denn jetzt reinkommen? Von dort. Muss ja irgendeinen Sinn machen. Oder Sinn haben, dieser Raum. Warum kann ich da irgendwelchen Stuff einsammeln? Da, warum kann ich damit zielen und werfen? Oder war das... Das war dieser Tank? Ich werfe einmal hoch. So. Ist definitiv unter uns. No, ich sitze schlecht. Ah, Moment mal. Wie wär's, wenn wir runtergehen? Huh?
Er schläft dann rasch aus. Und auch die. Oh Moment, sind das die unsere Verbündeten? Habe ich jetzt gerade einen Verbündeten gekillt? Du hörst mir. Oh. Nein. Definitiv nicht unsere Verbündeten. Hätten wir auch geklärt. Da sind unsere Verbündeten. Guten Tag. Psst. Hey, hier drüben. Ja? Ist okay. Ich werde sie herausholen. Hey, du. Und du. Wie wär's mit einem Dankeschön oder sowas? Das muss ja nicht mal überschwänglich sein. Es reicht einfach so ein. Danke. So ein genervtes. Danke. Naja, wenn es sein muss, dann flüchten wir halt, ne? Wo komme ich her? Wo komme ich raus? Da, Wiedersehen. Kehren Sie zum General zurück. Ich glaube, wir sind am schnellsten, wenn wir das auf die Art und Weise machen. 21 Minuten. Ach, Lara, das Eichhörnchen. Sind wir wirklich am schnellsten, wenn wir das so machen? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Das war nicht der Plan. Oh, wir leben. Wir erfrieren auch nicht instant. Moment, sie friert zwar, aber sie stirbt nicht. Und da hinten, das sieht etwas interessant aus. Wir schwimmen da mal hin. Das sieht fast so aus, als wäre eine Höhle dort. Ich hoffe, sie erfriert wirklich nicht. Lara, mach jetzt keinen Scheiß. Ah, das sieht doch interessant aus da. Da muss hier irgendwas sein. Komm, gib nicht auf. Gib nicht auf. Na bitte. Hat sich richtig ausgezahlt. Die Lungenentzündung, das war. Ah, Moment, wir können das cutten. Wo bringt das bloß jetzt hin? Ja, dann hätten wir uns einfach den Weitensprung erspart. Na, schade. Ich dachte, wir können mit dem Boot jetzt ein bisschen rumfahren und so. Sind wir jetzt? Okay, wir sagen dem General mal Bescheid und dann würde ich sagen, puh, 23 Minuten. General! Und leveln können wir auch noch in der Folge. Guten Tag! Ja. Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass sie ins Tal gekommen sind. Nicht. Lara Croft. Wir können ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird ihnen helfen. Infiltrierer. Aha, ein neues Outfit. Was kann das? Das sehen wir uns an. Bonfire. So, und die nächste Mission schnappen wir uns dort oben, was sich aber gut deckt, weil Basislager Funkturm. Der hat sogar ein eigenes Ziel. Wir könnten uns direkt hinbeamern. Ich wollte ja eigentlich einkaufen gehen. Wir müssen ja das Dorf retten und Jacob und seinen Leuten helfen und so. Aber naja. Prioritäten und so. Inventar. Ausrüstung. Ich will nichts herstellen. Wo war denn die Kleidung? Machen wir mal die Fähigkeiten.
Herz aus Stein. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindlichen... Ja. Da brauche ich gar nicht weiterlesen. Also, ich meine, nö. Tod von oben ist egal. Mit der Dickhäutig-Fähigkeit. Was haben wir denn sonst noch? Adrenalin. Erleiden Sie nach einem... Kurz nach einem erfolgreichen, lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Ist auch nice. Ausweich-Killmeister. Egal. Gut, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Wo war denn das jetzt mit den... Ausrüstung? Ich will aber nicht leveln. Ich will mich umziehen. Und bin schon wieder komplett dämlich? Ja, wahrscheinlich. Ja, weil das nämlich unter Waffen versteckt. Antarktis, heldenhafter Forscher, Expeditionsjacke, graues Handy-Shirt. Etwas kalt, junge Dame. Verbliebenen Jacke. Und das war, fand ich, im Dreierteil cooler, dass je nach Outfit gewisse Fähigkeiten dazu kamen. Ich meine, da jetzt bei dir auch, gut. Manuelle Heilung gewährt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Pionier, traditionelle Forscherjacke. Wo ist denn diese Infiltrierer? Tarnhose und passend olivfarbenes Shirt mit Taktikweste und Schal. Outfit-Bonus reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ich behaupte ich mal. Ich will sie einfach nur mal sehen, wie sie damit aussieht. Hübsch. Sibirischer Waldhüter. Erhöht die Tragekapazität für jegliche Spezialmunition. Schattenläufer. Das Abfeuern von Kugeln und Patronen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren... ja, das ist ja fast schon Cheaten. Das ist quasi beinahe unendlich Munition. Antike Vorhut. Bloß nicht verlesen bei dem Text. Gewebtes Kettenhemd mit langärmeligen Strickshirt und Lederriemen. Ja, in Sibirien bist du innerhalb von 2 Sekunden tot, wenn du Metall am Körper hast. Was hatten wir jetzt eigentlich an die ganze Zeit? Geistweber. Nein. Sibirischer Waldhüter, Infiltrierer, wir waren da unten irgendwo unterwegs. Expeditionsjacke, da, Geistweber. Hat man Geistweber an? Ich weiß es gar nicht. Egal, Leute, 27 Minuten. Nein, das hat man nicht. Oh, ich will meine alte Jacke wieder haben. Nachtscharten. Nachtscharten ist cool. Wir sind jetzt Nachtscharten ab jetzt. So, na gut. Ich bin draußen für heute. Danke fürs Zusehen. Nächste Folge gehen wir einkaufen und holen uns die andere Mission, bevor wir uns dann wieder der Hauptmission widmen. So, Lara, wärm dich noch ein bisschen auf. Es wird kalt bleiben. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Papa.